offensichtlich an dem, Frau Wagenknecht, dass für die einen Terroristen da unten agieren und für die anderen sind genau diese Kämpfer die Freiheitskämpfer. Wie löst man so etwas in Syrien auf? Gut, es geht ja nur darüber, dass es dort die verschiedenen Kräfte, die in der Opposition eine Rolle gespielt haben und nicht islamistische Fundamentalisten und Terroristen sind, dass die mit der Regierung irgendwie an einen Tisch kommen. Das hätte man allerdings auch sicherlich früher haben können, wenn der Wille von allen Seiten da gewesen wäre. Und da muss ich sagen, ist ja einiges wirklich sehr verdreht worden. Also ich bin ja fast gerührt, wie Sie eben geschildert haben, wie sehr sich Erdogan, also der türkische Präsident, jetzt für die Demokratie in Syrien eingesetzt hat. Also ich würde mir mal wünschen, er sollte sich um die Demokratie in der Türkei kümmern und die nicht immer weiter abschaffen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber wo man wirklich sagen muss, also ich bin, weiß Gott, kein Freund von Assad und natürlich ist das ein Diktator. Aber was ich schon ziemlich heuchlerisch finde, ist die Darstellung, die Sie ja auch jetzt getätigt haben, dass weil Assad in seinem Land die Menschenrechte unterdrückt hat und weil in seinen Knästen gefoltert wurde, dass das der Grund ist, warum er plötzlich zum Gegner wurde und warum der Westen am Anfang, natürlich, die USA haben das ja sogar zugegeben, auch die Islamisten unterstützt haben, weil das primäre Ziel war, Assad wegzukriegen. Das war nicht, weil er ein Diktator ist, sondern das war, weil es hier um wirtschaftliche Interessen ging. Es ging um unterschiedliche Pipeline-Routen. Aber bitte, Herr Brok, Sie sitzen lange im Europaparlament. Mit dem gleichen Assad, den Sie heute als schlechter bezeichnen, hat die EU ein Assoziierungsabkommen ausgehandelt, 2004, bis zur Unterschriftsreife. Ich kann mich nicht erinnern, dass Sie damals in irgendeiner Weise lautstark dagegen protestiert haben, sondern genau mit diesem Regime wurde kooperiert, genauso wie mit den Saudis zum Beispiel kooperiert wird, obwohl die massenhaft Menschen köpfen, obwohl die foltern, obwohl die auspeitschen. Das spielt alles keine Rolle, solange es wirtschaftliche Interessen gibt. Und Assad ist in dem Augenblick in Ungnade gefallen, als er sich gegen eine bestimmte Pipeline-Route ausgesprochen hat, die sehr im Interesse Katars gewesen wäre, die auch sehr im Interesse der USA gewesen wäre. Und er hat eine unterstützt, die den Iran befördert hätte. Also. Das ist der Hintergrund. Und plötzlich wurde aus dem Partner Assad der schlechte Assad. Und dann hat man sich dort eingemischt und man hat zunächst mal tatsächlich in Kauf genommen, dass der Islamische Staat, das Al-Nusra, dass all diese Gruppierungen, die uns heute in Angst und Schrecken versetzen, dass die unterstützt werden, dass die mit Waffen ausgerüstet werden. Und das haben die Golfstaaten auch massiv gemacht. Und so ist dieser Konflikt immer mehr eskaliert. Und jetzt muss man das wieder einfangen. Ja, man muss an einen Tisch, man muss verhandeln und man braucht eine Friedenslösung. Ganz dringend. Herr Brok, anschließend Frau Tempel. Das ist wirklich Verschwörungstheorie. Also das, da können Sie in Artikeln wie der Wirtschaftswoche nachlesen. Sie kriegen immer weniger Prozente. Lassen Sie mir deswegen auch ein paar Redezeiten. Also bei der Niedersachsenwahl haben wir nicht schlecht abgeschnitten. Ja. Und ich meine, Sie als CDU-Politiker sollten über Prozente jetzt nicht allzu laut reden. Oh, ist immer noch die meisten. Wir bekommen immer noch die meisten Prozente. Aber das ist nicht der Punkt. Immer noch die meisten Prozente. Aber das ist die Geschichte. Es ist so gewesen, in der Tat, das ist immer unsere Kritik, meine Kritik gewesen im Europäischen Parlament, dass wir zu sehr mit den Diktatoren im Nahen Osten uns beschäftigt haben. Und dann hat es einen Aufstand der Völker. Sicherheit gegen Freiheit haben wir hier schon diskutiert. Und das ist dann die Frage mit Ali, Mubarak und auch Assad gewesen. Und wir haben unterstützt die friedlichen Kräfte dort, die einen Regime-Change haben wollten, in einer friedlichen Entwicklung. Haben uns aber entschieden, nicht einzugreifen, militärisch einzugreifen. Und es ist auch gehindert worden, die zu unterstützen, weil die Vereinten Nationen durch Russlands Veto uns daran gehindert haben, hier tätig zu werden. Das ist die wahre Geschichte. Aber Sie werden doch nicht leugnen, dass solche Verbündeten dort Waffen hingeliefert haben. Lassen Sie mich doch mal sagen, Herrn Assad haben Sie keine Waffen geliefert. Nein, Sie haben aber an die Islamisten Waffen geliefert. Mit den Islamisten hat das erst gar nichts zu tun, die kamen später. Sie werfen das alles zeitlich aus durcheinander. Sie haben eine Verschwörungstheorie, dass an Pipelines es liegt und wirtschaftliche Entwicklung und wiederum Verschwörung, dass man das alles bösartig will. 2011 hätte der Westen reagieren können. Da war die berühmte rote Linie überschritten. Ja, aber wir durften noch nicht. Stellen Sie sich mal vor, welche Diskussion Sie hier gehabt hätten, wenn wir militärisch eingegriffen hätten, ohne ein Votum des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Das Russland verhinderte. Das muss man doch im Nachhinein mal sagen, gewesen ist. Und was hier in Diskussion gewesen wäre, was Frau Sagenknecht gesagt hätte, wenn dann dort Waffen unmittelbar hingeliefert wurden. So, wir haben Waffen zur Peschmerga geliefert, später. Das hat aber mit dem Islamischen Staat zu tun. Das hatte mit der Auseinandersetzung mit Assad in der Westsyrien nichts zu tun. Das sind zwar unterschiedliche Dinge.